Dazu möchte ich einmal einen Text vorlesen, der mich sehr berührt. Ein Text, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, lautet: Ich will ihr Sprachrohr sein, ich will die Erinnerung an sie wachhalten, damit die Toten in dieser Erinnerung weiterleben können. Aber wir, die Überlebenden, sind nicht nur den Toten verpflichtet, sondern auch den kommenden Generationen. Wir müssen unsere Erfahrungen an sie weitergeben, damit sie daraus lernen können. Information ist Abwehr. Überlebende müssen wie Seismographen sein. Sie müssen die Gefahr früher als andere wittern, in ihren Konturen erkennen und aufzeigen. Sie haben nicht das Recht, sich ein zweites Mal zu irren und für harmlos zu halten, was in einer Katastrophe münden kann. Was im Dritten Reich geschehen ist, entzieht sich dem Vorstellungsvermögen. Wie einmalig, wie unfassbar, wie außergewöhnlich die Zeit des Holocaust war. Das ist aus der Autobiografie von Simon Wiesenthal, Recht, nicht Rache, Brief an junge Menschen. Nun zur Frage. Ich habe 19 Menschen meiner Familie wurden ermordet. Ich war 3 Jahre lang Häftling im Konzentrationslager Theresienstadt und gehöre zu den wenigen Jugendlichen, die überlebt haben. Es war ein Zufall oder wie Imre Kertész, der Auschwitz-Häftling und Literatur-Nobelpreisträger, sagte: Unser Überleben ist ein Betriebsunfall. Die Nazis haben 21 verschiedene Verbrechen verübt. Das können wir heute hier nicht diskutieren. Aber ich greife das Hauptverbrechen heraus, nämlich, und das ist der neueste Forschungsstand, die Ermordung von 2/3 des europäischen Judentums aus 25 Ländern, darunter 1,5 Millionen Babys, Kinder und Jugendliche. Sie wurden ermordet in 3 Wellen. Erstens durch die Einsatzgruppen A, B, C, D, die sofort nach dem Einmarsch in die Sowjetunion nachgestoßen sind. Diese Schlachthäuser auf Rädern, die von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt fuhren, um die Massenerschießungen durchzuführen. Die 2. Welle waren die Gasautos und die 3. Welle waren dann die 6 Menschenvernichtungsfabriken. Und ich bin der Meinung, es gehört zur Bildung, die Namen dieser Orte zu kennen, nämlich Auschwitz II, Birkenau, Majdanek II, Lublin, Treblinka, Belzec, Sobibor und Chełmno. Das muss man unterscheiden, nämlich veröffentlichte Meinung, also zum Beispiel in den Zeitungen Neues Österreich aller 3 Parteien und anderen Zeitungen, war damals, besonders bis 1949, bis zur 2. Wahl, wo die Nazis wieder wählen durften, entschieden antifaschistisch. Die Meinung in der Bevölkerung war geteilt. Hier gab es noch sehr starke Reste. Ich habe zum Beispiel ein Erlebnis gehabt. Im August 1945 wollten wir in ein Kino gehen in Hanau. Es war ausverkauft. Und einer meiner Freunde, der auch im KZ war, hat gesagt,
können wir nicht stehen, wir waren schon lange nicht in einem Kino, wir zahlen das. Und die Kassierin hat das dann dem Billeteur gesagt und der Umstehenden. Und nicht alle, aber einige haben sich um uns versammelt, weil wir haben vier junge KZ-Häftlinge, und wir haben gesagt, ihr Hurenjuden, es Arschjuden, es Saujuden, wieso habt ihr überhaupt überlebt? Und seid ihr nicht vergast worden? Ich sage nochmal, es waren sicher nicht alle. Wir sind dann in alle Richtungen gelaufen. Auch das gab es 1945 in Wien, in einem Kino in Hanois. Ja, da gab es sehr viele. Die erste starke antifaschistische Aktion war im November 1946 anlässlich der Studentenwahlen. Es kam vor, dass Rechte, also besonders ehemalige Nazi-Offiziere, also Offiziere der deutschen Wehrmacht, die natürlich einrücken mussten, Versammlungen der sozialistischen, kommunistischen Studenten gestört haben. Und da gibt es einen Fall, der mich besonders berührt. Dr. Josef Schneeweiß war Medizinstudent in den 30er Jahren und ist als Freiwilliger zu den internationalen Brigaden in Spanien gegangen, zum 12. Februar-Bataillon. Er war dann anschließend in Dachau inhaftiert, kam zurück und war ein Kandidat für den VSDÖ. Und er wurde, nachdem man erfahren hat, dass er Spanienkämpfer war und ehemaliger KZ-Häftling, von Teilnehmern dieser Diskussionen unflätigst beschimpft. Auch der Studentenführer Rabowski. Und damals war ich im KZ-Verband und plötzlich hat es geheißen, sofort zur Universität. Und die Universität wurde einen ganzen Tag belagert. Und zum Teil, kann mich heute noch erinnern, haben uns, es können nur Nazi-Studenten gewesen sein, ehemalige, uns verhöhnt und haben uns aus den Fenstern Schmährufe zugerufen. Das war die erste Manifestation für Neonazismus in Österreich. Natürlich gab es andere auch, antifaschistische Studenten. Wie immer kein Pauschalurteil. Man muss immer differenzieren. Die zweite Aktion war im Jahr 1948, als die Ariseure die Frechheit hatten, eine Gründungsversammlung eines Verbandes im Hotel Wimberger durchzuführen. Wir wollten das verhindern und auch hier gab es massive Auseinandersetzungen. Ich erinnere mich an eine Ariseurin im Pelzmantel, die uns verhöhnt hat. Und dann kommt die dritte, schon sehr massive Aktion im Hotel Münchnerhof im 6. Bezirk. Die erste Aktion war 1948 Wimberger, nämlich 1955 Hotel Münchnerhof im 6. Bezirk. Und dort hat der aus dem VDU ausgeschlossene Abgeordnete Dr. Fritz Stüber, ein extrem Rechter, der ein Schriftsteller war und Durchhalteparolen bis zum Schluss formuliert hat und Durchhaltegedichte in den Zeitungen der Nazizeit, eine Versammlung angesetzt mit diesem provokativen Titel Hungerenten und die jüdischen Forderungen an Österreich. Unser Ziel war, das zu verhindern, sodass die Polizei das auflöst. Und das waren schon nochmals auch dort sehr massive Auseinandersetzungen. Und jetzt kommt das vierte Ereignis, das also besonders stark war, nämlich das damalige gesamte sogenannte nationale Wien ist bei der Schillerfeier 1959
erschienen. Das waren von den Verbindungen die Teutonier, die Germanier, die Gotier, die Brunner Sudetier, die Libertas, die Olympier, dann der Österreichische Turnerbund, eine Nachfolgeorganisation des Deutschen Turnerbundes, mit den sogenannten Dietwarten, das waren so eine Art Politkommissäre. Angeblich, ich konnte das nie verifizieren, auch die SS, die Kameradschaft 4, es gab ja die Kameradschaft 1, Heer, Kameradschaft 2, Luftwaffe, Kameradschaft 3, Marine und Kameradschaft 4 war die SS. Dann der sogenannte Bund Heimattreuer Jugend, man beachte die Abkürzung BHJ, und die Auseinandersetzungen haben beim Burgtheater begonnen. Viel Polizei war dort, die sind nur meterweise langsam vorwärts gekommen. Und vor dem Bundeskanzleramt war eine sehr schwere Situation für mich und für den späteren Innenminister Blecher, der ein Studentenführer war. Und wir waren vorne und haben gesagt, Genossen, uns nach. Und plötzlich sind die anderen abgedrängt worden und wir waren in der Spitzengruppe dieser Burschenschaften, die gekommen sind, die uns hier gekannt haben. Und da waren es, nach meiner Erinnerung, Offiziere der Staatspolizei, mit denen man ja einiges besprechen musste, die uns da rausgeholt haben. Das war schon eine überaus scharfe Straßenauseinandersetzung. Und dann kommt 1965 die Borodajkiewicz-Affäre. Taras von Borodajkiewicz war ein Mann, der immer doppelgleisig gefahren ist. Er war 1933 Sekretär des Katholikentages. Und zur selben Zeit war er schon illegaler Nazi. In seiner Wohnung waren Stabsbesprechungen der SA-Führung. Er hat auch für den SD, den Sicherheitsdienst der SS, gearbeitet. Er war Schulungsleiter und war dann gegen Ende des Krieges Professor in Prag. Kam dann zurück, ist relativ rasch entnazifiziert worden und war dann Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Hochschule für Welthandel. Und das zu Taras Borodajkiewicz. Ja, die Affäre Borodajkiewicz hat begonnen 1961. Da kam der 19-jährige Student Ferdinand Latziner an die Hochschule, der dann später lange Finanzminister der Republik war. Und er hat bei den Vorlesungen natürlich schon sehr bedenkliche antisemitische Bemerkungen des Borodajkiewicz gehört. Zum Beispiel, dass er gesagt hat, Marx ist das Engel, ist der Enkel eines Rabbiners, der Verfasser der österreichischen Bundesverfassung, Kelsen heißt in Wirklichkeit Kohn, was überhaupt nicht gestimmt hat. Dann hat er gehetzt gegen die Rosa Luxemburg und den Karl Liebknecht als Juden, wobei der Liebknecht gar kein Jude war. Er hat immer wieder die jüdische Abstammung betont, zum Beispiel vom Schöpfer der Weimarer Verfassung, von Preuß. Dann hat er darüber spekuliert, ob der Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, ein Vierteljude war. Also das ging ununterbrochen. Und Latziner hat damals Niederschriften angefertigt von diesen so problematischen antisemitischen Äußerungen. Und 1962 hat dann der heutige Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
als Studentenführer einen Artikel, einen kritischen Artikel über Borodajkiewicz geschrieben, im theoretischen Organ der Sozialistischen Partei Die Zukunft und auch in der Arbeiterzeitung, wurde geklagt und wurde verurteilt. Warum? Weil Fischer nicht nennen wollte, er hat ja noch nicht fertig studiert, den Verfasser der Niederschrift, nämlich Ferdinand Lazzinger. Das war 1962. Und 1965 ist dann diese Affäre immer mehr eskaliert. Und es war so, dass Heinz Fischer Oskar Bronner diese Niederschrift übergeben hat. Und Oskar Bronner hat dann seinem Vater, der ja damals eine Kabarettsendung hatte, Zeitventil, diese Niederschrift übergeben. Und die haben einen Sketch gemacht daraus, in dem man die Fragen fiktiv waren, aber die Antworten waren voll inhaltlich, was Borodajkiewicz gesagt hat. Und in einer Maske hat dann der Schauspieler Kurt Sobotka das wiedergegeben. Und damit war natürlich die Affäre in ganz Österreich bekannt. Und es gab eine Pressekonferenz, wo also Borodajkiewicz ganz freimütig gesagt hat, ja, er war freiwillig dabei und hat auch jüdische Namen genannt, zum Beispiel den Verteidiger von Heinz Fischer, den nannte er Dr. Wilhelm Rosenzweig. Das heißt, dieses gedehnte Rosenzweig sollte die jüdische Abstammung des Verteidigers klarstellen. Und wenn man diesen Film über die Pressekonferenz sieht, so waren natürlich unangenehme Lacher zu hören, was auch der Journalist gesagt hat. Drei Lacher. Und dann kam es zur letzten Vorlesung von Borodajkiewicz, wo ich dabei war. Und der spätere Profilredakteur Michael Siegert hat damals in sehr breiten Wienerisch gesagt, ist aufgestanden und gesagt, na was ist, Herr Professor, heute gar nichts von den Juden? Na, das war, wie man in Wien sagt, eine ordentliche Taucherei, weil ja die anderen auch drinnen waren. Wir waren dann noch einmal vor der Hochschule und haben dort verteilt Flugblätter für eine Auschwitz-Ausstellung. Wurden sehr, sehr bedrängt damals, wir waren wenige. Und dann kommt es am 29. März zur ersten großen Gegendemonstration. Das war bei der Oper in den Arkaden. Schon schwere Schlägereien. Und dann kommt der 31. März, diese ganz große Straßenschlacht in der inneren Stadt. Ja, es gab öfter parlamentarische Interpellationen an den Unterrichtsminister Dr. Pifel-Bertschewitsch. Es war besonders die Abgeordnete Dr. Klein-Löw, die längste parlamentarische Anfrage, die bis dahin im Parlament je verlesen wurde, gestellt hat. Und der Dr. Pifel-Bertschewitsch hat immer erklärt, es war ja die Frage der Suspendierung, dass er das nicht kann. Und als ihm der Wiener Stadtschulratpräsident Präzedenzfälle vorgehalten hat, dass er sehr wohl praktisch den Borodajkiewicz vorläufig suspendieren könnte, hat er dann ganz offen gesagt, selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Damals hat der Vorsitzende dort ausgesprochen eindeutig
für Borodajkiewicz Stellung genommen. Trotz aller doch sehr problematischen Fakten, die schon bekannt waren. Ja, die große Demonstration war dann 48 Stunden später nach der ersten Demonstration und wir haben da Lehren gezogen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir damals nicht so eine starke Ordnertruppe gehabt hätten, 48 Stunden später hätte es mehr Tote geben können. Denn jeder von uns hätte das Schicksal des Ernst Kirchwege erleiden können. Die Demonstration am 31. begann bei der Technischen Hochschule. Viele Gegendemonstranten. Und man muss sagen, es gab drei Gruppen von Gegendemonstranten. Die Leute des CV und MKV teilweise, die also keineswegs mit Neonazis zu verwechseln sind, haben aus einer meiner Meinung fälschlichen Einstellung die Hochschulautonomie in Gefahr gesehen. Die zweite Gruppe waren dann natürlich die ganzen Burschenschaften und die dritte Gruppe, die mittendrin waren, waren ausgesprochene Neonazis. Wir wurden sofort beworfen mit Orangen, die also mit Farbstoff gefüllt waren, Böller, und schon im Resselpark kam es zu Auseinandersetzungen. Die nächste scharfe Auseinandersetzung war dann an der Opernkreuzung. Da war eine gewisse Pattsituation. Wir sind dann durchgebrochen und dann kam es sicher zu den schärfsten Auseinandersetzungen, Schlägereien vor dem Hotel Sacher, wo die gerufen haben, Hochboro, Heilboro. Und ich habe vor einigen Tagen den Ferdinand Latzinger gefragt. Er hat dann einige Minuten später in der Kärntner Straße gehört, dass auch einzelne hoch Auschwitz gerufen haben, um uns zu provozieren. Er hat ausdrücklich mir gesagt, ich kann das sagen, denn er hat es gehört. Und ich kam vielleicht 10, 15 Sekunden später, wie Kirchweger, Ernst Kirchweger, der 67-jährige Antifaschist, niedergeschlagen wurde. Er lag in seinem Blut und ist er dann einige Tage später gestorben. Ein Mann, der aktiv im Widerstand war. Das hat uns sehr erschüttert. Naja, der Kümmel, Günter Kümmel oder wie er sich auch selbst genannte, Gunter Kümmel, war ja schon vorbestraft. Er hat Schüsse aufs Parlament abgegeben mit anderen. Er hat ein Attentat auf die italienische Botschaft, auch auf die All-Italia. Also er war kein unbeschriebenes Blatt. Dass der nur zu 10 Monate verurteilt wurde wegen Notwehrüberschreitung, ist eine erstaunliche Tatsache. Und ich habe gehört, dass er nach wie vor in Deutschland in der Neonazi-Szene tätig sein soll. Ja, das war unfassbar. Es war ein Begräbnis von circa 25.000 Menschen. Und jetzt sind sehr wichtig die Begleitumstände. Wer bereit war, von den Politikern beim Begräbnis zu erscheinen? Es war mal die gesamte sozialistische Regierungsfraktion, aber man muss anerkennen, dass auch einzelne hohe ÖVP-Funktionäre, die selbst im KZ waren, wie zum Beispiel der frühere Unterrichtsminister Dr. Hurdes
Oder der Nationalratspräsident Dr. Maletta, der auch im KZ war, bei diesem Begräbnis war. Aber etwas später waren ja die Bundespräsidentenwahlen. Und der sozialistische Präsidentschaftskandidat, der Bürgermeister von Wien, Jonas, hat erklärt, er geht zum Begräbnis. Auch wenn manche meinten, no, vielleicht könnte dir das Stimmen kosten. Während der Präsidentschaftskandidat der ÖVP, der auch ein KZler war, Dr. Gorbach, sogar im ersten Dachauer Transport, und da muss man Folgendes sagen, bei diesem ersten Dachauer Transport waren 151 Männer, Konservative, Sozialisten, Kommunisten, Intellektuelle, Juden. Einer der Männer, die in diesem Transport waren, Dr. Rudolf Kalmar, der das Buch geschrieben hat, Zeit ohne Gnade, schreibt, sie wurden hineingeprügelt am 1. April 1938 in den Zug. Sie mussten sich von besoffenen jungen SS-Männern aus Dachau, 10 Stunden hat die Fahrt gedauert, gegenseitig ununterbrochen anspucken, ohrfeigen und das Gepäcknetz kriechen, ins Gepäcknetz rauf, ins Licht schauen, wer geblinzelt hat, wurde geschlagen. Und der Vizekanzler Dr. Bock von den Konservativen, der spätere Vizekanzler, schreibt, sie waren total zerschlagen, wie sie in Dachau angekommen sind. Zurück also zum Begräbnis. Es war ein überaus beeindruckendes Begräbnis. Viele Abordnungen vorausbetrieben und eine Stimmung, die ganz klar antifaschistisch war, weil es war der erste Tote, politische Tote der Zweiten Republik, dieses niemals vergessen, nie wieder Faschismus.